Vielleicht hast du schon mal was von Seelenschreiben gehört. Also eine Anleitung, wenn es dir nicht gut geht, dass du einfach mal deine Gefühle zu Papier bringst und einfach dir mal im wahrsten Sinne des Wortes alles, wie der Volksmund es uns so schön sagt, dir von der Seele schreiben sollst. Und ja, das ist auch ein wirklich sehr, sehr gutes Tool, um sich anschließend schon mal ein bisschen befreiter zu fühlen, weil man sich es wirklich ja, mal zu Papier gebracht hat und mal bewusst gemacht hat. Eine andere Art und Weise von Seelenschreiben, das dich vermutlich noch viel, viel weiterbringen wird, das gebe ich dir jetzt anhand. Und zwar Einladung. Wie wäre es, wenn du dir mal aufschreibst, was du in deinem Leben alles schon Wunderbares gemeistert hast? Mach mal so eine 50 oder 100er Plusliste, was du alles in deinem Leben schon wunderbar gemeistert hast. Weil egal, wo du dich gerade befindest, es ist ja nicht so, dass das alles schlecht ist oder dass überhaupt gar nichts läuft. Ja? Auch wenn wir manchmal dann so das Gefühl haben, irgendwie läuft nichts. Aber das hängt einfach damit zusammen, dass wir dann auch den Fokus darauf richten, was gerade nicht so prickelnd ist. Deshalb, mach dir mal eine Liste, schreib dir mal die Dinge von der Seele, was du alles in deinem Leben schon wunderbar gemeistert hast. Auch die Dinge, wo du denkst, naja, das sind ja Peanuts, auf die kommt es an. Weil im Grunde genommen, wie setzt sich ein großes Bild zusammen? Aus einzelnen Puzzleteilen. Deshalb, schreib mal wirklich alles auf, gerne 100er Plusliste und du wirst staunen, wie du dich anschließend anders fühlst, weil du dir einfach damit mal bewusst machst, was für eine einzigartig tolle Persönlichkeit du bist, was du alles in deinem Leben schon gemeistert hast und darauf kannst du dann aufbauen. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und wenn du darauf den Fokus richtest, was alles schon toll gelaufen ist, naja, das Universum sagt immer ja und dann kannst du staunen, wie rasch noch mehr von diesen Dingen in dein Leben kommt und du deinem Leben noch mehr als bis eben die wirklich von Herzen gewollte Richtung gibst. Viel Freude dabei!